Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in einer neuen Alpha, und zwar in der Alpha 15. Bei mir ist es die Staffel 8 und ich bin wie immer nicht alleine. Mit mir dabei ist der Sponti. Hallo. Und neu mit dabei ist der Kilnano. Hallo. Ja, Nexus und Ruby sind in dieser Staffel nicht mehr mit dabei. Und jetzt machen wir das Ganze in Dreiergespann. Und das alles zusammen in der Alpha 15. Sie ist endlich da. Lang hat es gedauert. Es ist aber auch sehr viel neu. Sehr, sehr viel neu. Also, um das alles jetzt mal kurz zusammenzufassen, also ganz am Rande, es gibt jetzt sieben Errungenschaften für 7 Days to Die. Man hat jetzt nach wie vor noch die Anfangsquests. Ich habe das Spiel jetzt auf Deutsch gestellt, das wird für mich die größte Umstellung sein beim Craften. Es gibt neue Gebäude, es gibt einen Handelsposten mit Händlern. Also da kann man wirklich hingehen und handeln. Es gibt so viele neue Bauelemente. Und es gibt hier, wir spielen Navisgain, um das auch nochmal kurz zu erwähnen, ich spiele Navisgain, keine zufallsgenerierte Karte, die vorgegebene. Und es gibt jetzt hier auch riesengroße Hügel, neue Gebäude, also das werden wir alles noch erfahren. Ja, aber jetzt heißt es erstmal die Grundvoraussetzung erfüllen, und zwar erstmal ein bisschen Gras sammeln und uns erstmal ein paar Dinge craften. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen? Der Kilnano ist noch ein Neuling in 7 Days to Die. Und wir werden ihn natürlich mit Rat und Tat beiseite stehen. Das ist ganz praktisch, wenn er nämlich Fragen hat, wenn er etwas nicht weiß, wie es geht, dann ist das für den einen oder anderen Zuschauer von euch dann auch ganz interessant, weil nicht alle spielen das Spiel ja selbst oder kennen sich da so gut aus. Von daher ist es dann nicht schlimm, wenn Fragen gestellt werden, weil das interessiert auch den einen oder anderen Zuschauer. Gut. Es ist echt noch extrem verwirrend, dass ein Deutsches, muss ich sagen. Das es verwirrt extrem. Obwohl es ja leichter jetzt sein sollte, ist es einfach verwirrend. Ja, das ist definitiv absolute Umstellung. So eine Steinaxe, ich wollte schon Stone Axe eingeben. Das ist jetzt, allein das auf Deutsch jetzt zu suchen, ist für mich so ein Unterschied. Weil ich kenne die Begriffe seit der Alpha 2, seit der Alpha 3 halt alle nur auf Englisch. Ja, man kann es ja auch noch mal kurz zeigen, wenn wir mal M drücken, wo wir denn hier überhaupt auf der Map sind. Wir sind im grünen Biom bei Deersville, kurz vor dem Schneebiom und oberhalb des verbrannten Bioms, wenn ich das, glaube ich, richtig noch in Erinnerung habe. Ja. Und, ja, was wollen wir in dieser Alpha-Phase machen, in dieser Staffel? In der letzten Staffel gab es bei mir noch bis zum Ende, haben wir eine Burg gebaut und dementsprechend ein Dorf darin gebaut. Das war wirklich sehr mühselig, hat viel Zeit in Anspruch genommen. Wir wollten jetzt auch nicht, dass jetzt in jeder Staffel irgendwie das Gleiche gemacht wird, sondern wollten ein bisschen Abwechslung reinbringen. Werden wir in dieser Staffel sehr wahrscheinlich, so haben wir uns geeinigt, in dem Hügel... Willst du jetzt wohl sterben? In dem Hügel bauen... Sprich, in den Berg reinbauen und dementsprechend dann auf dem Berg, gerade total abgelenkt durch den Zombie, auf dem Berg dann noch unsere eigenen Hütten bauen, wie zum Beispiel jetzt ein Lagerhaus, Aussichtsturm etc., dass wir uns aber durch den Berg kloppen, ist mal was anderes. Aber bis dahin müssen wir natürlich auch gucken, dass wir jetzt erstmal überhaupt Unterschlupf haben. Und da werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier in erster Linie... gerade hier die natürlichen Ressourcen abbauen. Ich sollte jetzt auch mal anfangen, hier die Kleidungsstücke zu craften, wie es mir das Missionsbuch vorgibt. Ja, das ist schon lange dran vorbei. Ich mache ja schon mächtig hier Quest fertig. Pflanzenfasern, oh, Hose. Das ist so. Ach, super, das muss ich noch Feder empfinden. Und einen Bogen craften, obwohl ich schon Bogen gecraftet habe, aber die Quest war noch nicht da. Ja, du musst dich genau an die Questreihe halten. Sonst sagt das Spiel, nö, ist nicht. Ja, du stirbst jetzt. Du hast gecheatet. Das ist ganz komisch, das jetzt alles auf Deutsch zu haben. Also, das ist sehr merkwürdig. Eisenbruchstücke. Das klingt einfach so komisch alles. Vorher war es halt, ja, Iron, fertig. Ja, das stimmt. Was ist das? Iron, klar. Da hätte keiner gefragt. Was ja, auf Deutsch hört sich das manche schon komisch an. So, ich nehme einfach schon mal ein bisschen Leben mit. Was ist denn die nächste Aufgabe? Also, ist das eine Schaufel? Ja, genau.
Klaus gerade von weiter hin Speer. Holz. Ja, ich kann das hier und da umfunktionieren, wenn ich will. So, ich muss erstmal Holz sammeln. Den Holzknüppel. Genau, den muss ich jetzt auch craften, den Holzknüppel. Unseren Plan hattest du jetzt schon erzählt, was wir jetzt mit dieser Staffel jetzt vorhaben, ja? Ja, ja, hast du gerade eben geschlafen, wie immer? Ja, ja, irgendwie, weiß nicht, ich hab so... Ja, Xtreme hat wieder geredet und da ist die Hälfte der Zuschauer schon eingepennt, ne? Richtig, und erst wenn irgendwie so ein lauter Schrei kommt, wachen alle so auf, so, was? Intro vorbei? Ja. Ja, und vorher natürlich werden wir uns wieder ein sicheres Häuschen suchen. Am liebsten natürlich in der Nähe des Berges, wo wir das gerne machen wollen würden. Problem ist natürlich nur, wir wissen nicht, ob wir so einen Spot finden, der uns gefällt. Aber wir sind ja noch am Anfang. Also erstmal gucken, was so kommt. Die Map hat sich ja wahrscheinlich auch wieder, ein Stück weit geändert. Ja. Gehe ich von aus. Ja, allein schon durch die Berge, die es jetzt gibt. Also sind jetzt hier nicht so wie jetzt hier. Hier sind wir gerade so bei so Hügel, wo wir jetzt hier stehen. Es gibt jetzt wirklich richtig große Berge, also wirklich riesengroße Berge. Alter, ich bin so guter Stütze. Alexander Bell habe ich gerade freigeschaltet, keine Ahnung warum. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Also die Errungenschaften sind neu. Welche genau jetzt was bedeuten, das kann ich nicht sagen. Die sind halt komplett neu jetzt, diese Errungenschaften für Steam. Dass es die jetzt mittlerweile für Seven Days to Die gibt, wie gesagt... Sieht man dann auch, wenn man es halt selber spielt oder im Laufe der Zeit, kann man dann sagen, aha, die und die Errungenschaft ist das. Hilfe! Hilfe! Was ist da los? Die ist dick und hässlich! Ich bin Biohazard, das ist dann. Fängt das schon wieder gut an. Aber ich habe schon mal ein vergammeltes Sandwich, immerhin. Die verweste Mutter. Das klingt so komisch auf Deutsch einfach. Verweste Mutter. Jetzt klingt nach einem Sexkatalog aus Amerika oder so was, ja. Was hätte ich heute gerne für den Abend von Escort Service? Verweste Mutter. So, wie heißen Woodframes jetzt? Holzrahmen, ne? Ja, ja, genau, Holzrahmen. Total. Ich habe übrigens letztens eine Dokumentation gesehen über Spieleentwicklung, praktisch wie es die Spiele aus der alten Zeit in die Neuzeit praktisch gemacht haben. Und ich habe mich wirklich festlich darüber amüsiert, wie gut doch solche Leute auch recherchieren, weil ich habe da ein Spiel für uns gefunden, das sollten wir unbedingt mal ausprobieren, Seven Ways to Die. Und zwar geht's darum, man muss halt so ein bisschen Survival, ist ein Survival-Game und man ist praktisch in einer zombie-apokalyptischen Umgebung, ja? Wow, dagegen ist Seven Days to Die ein Witz. Also Seven Ways to Die, wow. Seven Ways to Die, also wirklich ein geiles Spiel. Wie kommt man nur auf so eine Idee, also weiß ich nicht, krass. Ja, das ist unglaublich, ne? Also ich war schockiert, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ja. Also sagt mir auch gar nichts, also das eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Spielewelt und so. Ja richtig, soweit ich weiß, ist Seven Ways to Die auch mittlerweile in der Alpha 15. Wow. Ja, also hat ziemlich aufgeholt. Ja, halt richtig. Ich habe hier auch was für euch, hier ein Knochenmesser, hier liegt eins. Oh ja, Knochenmesser, ja. Xtreme hat nämlich vor der Aufnahme etwas Böses getan für alle Tierfreunde. Ja, aus Versehen bin ich mit der Fackel rumgelaufen. Da liegt jetzt ein Knochenmesser irgendwo hier. Irgendwo. Ja, das habe ich. Hier, da liegt das. Das rollt hier gerade rum. Wo, was? Da. Was? Das liegt hier an dem Busch. Welchen Busch? Da, hier liegt das. Das sieht man fast gar nicht. Da. Also hat jetzt jeder eins? Ich hab ein Messer. Weil die sind ja nach wie vor noch gut, um halt die Tiere auseinanderzunehmen, mehr Fleisch zu kriegen, Felle zu kriegen. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin in der Fackel rumgelaufen und dann kam ein Hirsch und dann habe ich ihn einmal getroffen, dann ist er brennend durch die Gegend gehüpft und war tot. Das ist passiert. Aus Versehen natürlich. Ja, und hier am Boden, das Bräunliche, das wissen wir, das ist Lehm, also Clay. Ich muss das jetzt immer auf Deutsch sagen. Das ist Lehm. Und mit dem Lehm, das brauchen wir dann, um einen Ofen zu craften, beziehungsweise um dann dementsprechend allgemein, was ich sag ja schon wieder, craften, Dinge herzustellen. Richtig, Dinge herstellen. Das ist echt befremdlich, das alles auf Deutsch zu sagen. Also es wird für mich wie ein neues Spielerlebnis jetzt sein. Mülleime. Aber ich muss das Tutorial... Snowberry. Ja, bei mir ist das Spiel halb auf Englisch. Ja, alles ist noch nicht so wirklich übersetzt. Ich muss ja hier noch die Holzrahmen setzen. Bauen, ne? Genau. Und ich suche gerade verzweifelt Vogelnester, damit ich meine Quest mal weitermachen kann.
Ups, na egal. So, aufwerten. Ein Schlafsack bauen. Aber ich sehe gerade, wenn du die Sachen auf Englisch... Nee, hat sich schon erledigt. Ja, hast du das gesehen, ja? Ich wollte gerade sagen, wenn man die Sachen auf Englisch eingibt, sind sie dennoch auch im Deutschen da zu finden. Nein. Das wäre jetzt richtig cool gewesen für mich. Und ich glaube, die haben den Baumfallschaden wieder eingefügt. Ich kann es aber nicht beschwören. Also ich will es auch nicht gerade testen, ob man vom Baum erschlagen wird, wenn man drunter steht. Warum nicht? Hey, jedenfalls nicht gut. Fürs LPT. Nee, das lassen wir mal. Oh. Den ganzen Spaß will er nur den anderen geben, ja? Was sollen wir herausfinden? Ja, ich finde, du als Neuling, weißt du, du hast es ja noch gar nicht erlebt. Richtig. Diese epische Teil, ja? Diese Zwischensequenz, die danach automatisch getriggert wird. Nee, darauf kann ich verzichten. Der Sinn des Lebens wird dann erklärt. Möchtest du den Sinn des Lebens nicht wissen? Stein... Zombie von links. Axt. Wieso finde ich... junge Frau. Eine Vogelneste. Oh, was haben wir denn da? Au. Oh, schön ausgenockt. Oh, ich habe hier Lied. Verstorbene Frau. Diese Namen einfach, das ist... Die hat keine Augen mehr. Mm. Lecker. Ach, dann lege ich meinen Schlafsack auch mal dahin. Bisschen schräg. Jetzt muss ich ein Lagerfeuer craften. Ich meine, die ganzen Namen auf Deutsch ist ja schon sinnig, aber wie gesagt, wenn man es halt alles auf Englisch kennt, dann ist es total befremdlich. Schön, dass ihr die Quest alle weitermachen kann und ich in der Zeit nicht mal irgendwie blöde Nest finde, um Federn zu haben, um mir einen zweiten Bogen zu craften, ja? Hey, ich habe die Aufgabenreihe fertig und meine nächste Aufgabe ist es, ein... Ja, steht Locate Trader, also alles super gut in Deutsch übersetzt. Also wir sollen einen Händler finden, einen Händlerposten. Ihr könnt auch gerne mit mir handeln, ist kein Problem. Dann warten wir mal oder wir sammeln mal Holz oder sowas, also Holz... Kann ich direkt auch schon mal den Kilnano sagen, Holz brauchen wir en masse. Also Holz zu sammeln ist immer dann gut, wenn man jetzt gerade nicht weiß, was soll ich tun. Holz sammeln. Und ich bin gerade dabei, Blei abzubauen. Ja, während du dann deine Vogelnester suchst und dann die Questreihe auch fortsetzt, kümmern wir uns mal um die Grundausstattung. Ja, das bin ich gut. Holz. Ich habe auch schon einen Stahlpfeil gefunden, also ich bin praktisch Imbar gerade. Wow. Das ist ja schon fast wie das Spiel Seven Ways to Die. Genau, nur Seven Ways to Die ist krasser. Stimmt. Ist krasser. Das darf man auch nicht allein spielen und Leute mit hohem Blutdruck dürfen es auch nicht spielen. Muss gleich erstmal wieder eine neue Axt craften. Ja, da geht vor Schreck sogar Kilnano. Ja, da geht seine Axt gleich vor Schreck kaputt. Ja. Bei diesem grässlichen Namen Seven Ways to Die. Lohnt es sich mehr neu zu craften oder zu reparieren? Nee, neu zu craften. Gerade am Anfang, du wirst ja immer besser darin. Und deine Stufe wird immer höher, die du da craftest. Okay. Also meine jetzige Steinaxe hat schon Stufe 5. Die erste war halt noch Stufe 1. Meine hat Stufe 8. Du aller Cheater, du. Ja. Wenigstens kenne ich den Cheat. Dann kann ich direkt auch nochmal gucken, dass ich mir nochmal eine mache. Da kommen manchmal direkt mal 4 Stück. Bisschen weg vom Baum. Ja, sicher ist sicher. Auch mal ein paar Steine sammeln. Steine braucht man auch immer wieder. Um halt eine neue Steinaxt zu machen. Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Dann muss ich noch einen machen. Oh. Was sieht man das Level denn von der Axt? Die Zahl, die da drunter steht. Das ist das Level von der Axt. Ah, okay. Und je öfter man welche macht, desto höher steigt sie. Ganz genau, weil dein Skill steigt. Das siehst du auch, wenn du dein Tab-Menü aufmachst und gehst dann hier auf Skills. Da siehst du halt, welche Level deine Skills haben. Ah, okay. Ja, okay, jetzt ist meine Steinaxt Stufe 4. Oh Gott, das auch alles auf Deutsch, diese ganzen Skill-Sachen. Echt, das werden wir uns übrigens mal zwischen den Folgen mal angucken, welche Skill-Namen jetzt was haben, um uns nochmal neu zu orientieren. Das machen wir jetzt nicht während der Aufnahme. Ja. Deswegen, da fuchsen wir uns zwischendurch mal rein. So, endlich ist Lied fertig. Jetzt kann ich wieder Vogelnester suchen. Ach, man kriegt jetzt doch wieder Potassium aus den großen Steinen, sehe ich gerade.
Ja. Also Nitrat. Ja. Das ist neu, dass man das jetzt wieder rauskriegt. Das hat in der Zwischenzeit nicht weggemacht. Komm schon. Wir hier sind keine Federn drin. Jawohl. Jetzt muss ich wieder einen Bogen machen. Warum auch nicht? Einer reicht ja nicht. Einer wäre ja langweilig. Richtig. Also kriegst du aber hin mit deiner Quest, weil wir haben schon 16 Uhr. Ja, oh, guck mal, jetzt drängt er mich auch noch. Wenn du mich unter Druck setzt, wird's doch eh nicht. Du wirst doch wohl irgendwo ein Vogelnest finden. Ich habe ja schon zwei gefunden, ich bin ja schon dabei. Alter, der stresst ja wieder hier. Und, ich habe hier gleich eins gefunden, wo wir angefangen haben. Ach, weißt du, sagt er mir jetzt, wo ich irgendwie Kilometer entfernt bin. Da kann man es natürlich mal sagen. Ja, da waren 19 Federn drin. Warte, ich habe jetzt auch noch ein Nest. Warte mal kurz. Oh, 1 Million Federn, ja? Oh. Das ja? glaube ich nicht. Hat er wieder heimlich seine Hex angemacht. Naja, es war ja praktisch ein Ei. Aber aus einem Ei können ja Millionen Hühner entstehen. Ja, ja, klar. Ja? Kennt man ja nicht anders. Richtig. Ist ja in echt auch so. Ja, wenn du es lang genug züchtest. Zombie! Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht gegen Zombies kämpfen. Den locke ich mit zu euch, damit er euch tötet. Oh, hier ist ein Netz, woran ich vorbeigelaufen bin. Oh, hier ist ein Netz, woran ich vorbeigelaufen bin. Kohlebrocken, 20 Stück. Gelbe Blumen sind immer gut. Die braucht man nämlich auch nachher vermehrt, vor allem um Tee zu kochen. Gelbe Blumen? Ja. Okay. Also die kann man zwischenzeitlich immer mal wieder einsammeln. Die braucht man dann später auch relativ in Massen, gerade bei 3 Spielern. Genau, für gelben Tee. Ja, für Tea-Time, ne? Richtig, dann machen wir eine entspannte Tea-Time. Warte mal. So, ich habe jetzt 1464 Holz. Das ist doch ganz gut für den Anfang. Ja, das ist wesentlich mehr, als ich bisher gesammelt habe. Ich habe dafür ein paar Steine gesammelt. Ein paar hundert. Ja, Steine habe ich fast 100. Den hier mache ich noch weg und dann sammle ich auch noch mal ein bisschen Holz. Ich hoffe, bis dahin ist der Sponti fertig mit der Einweisung. Ja. Setz mich weiter unter Druck, mach das mal ruhig. Ja, wir nähern uns schon langsam dem Folgenende. Ja, ja, klar, weißt du, einer macht es genau, ich zeig's genau, weißt du, ihr macht nur so einen Speedrun, ja? Ja, genau. Das hier ist ein Let's Play Together, kein Wer Speed am schnellsten. Ja, also das LP soll nur 10 Folgen haben, weil wir dann alles gezeigt haben, weil sonst wird das ja voll LW und so. Richtig. Gerade bei Survival Games ein bisschen das Problem. Nach Folge 5.e keiner mehr. Richtig. Und wer dann noch guckt, ist selber schuld. Ja, ganz einfach. Er ist doch gar kein Minecraft, Junge. Echt? Stimmt nicht mit dir. Wo ist der Block, ey? Oh, schöne Ahornsamen habe ich bekommen. Das klingt falsch. Okay. Wer ist denn dieser Ahorn? So, also ich bin ja, hier hinten. Ja, ach, Lagerfeuer soll ich noch machen. Ein Lagerfeuer. Genau. So, ich gebe mal ein Campfire. Wirst du also nicht finden. Ich weiß. Die Hirsche oder so, die rennen schon komisch. Ja, die hüpfen so. Die gehören so. Ja, sind wir ja aus Savage Lands ja abgebrüht, ja, gegen unsere Teleherrsche. Oh ja. So, was jetzt bist du auch fertig, der Quest, ne? Das an, wenn du hast du einen Fertigkeitspunkt erhalten. Verwende ihn über das Fertigkeitsmenü. Und jetzt Joyday the Settlement, also locate the Trader. Also wir müssen den Händler finden. Aber, ja, müssen wir. Da kommt ein Hund. Aber, war nur Kimi. Ich würde sagen, den Händler, den werden wir in der nächsten Folge aufsuchen, eventuell, weil das müssen wir ja nicht sofort machen. Vielleicht suchen wir uns erstmal einen Unterschlupf, bevor wir den Händler aufsuchen. Mhm. Ja, aber das machen wir, wie gesagt, dann erst in der nächsten Folge, da wir jetzt schon wieder am Ende einer Folge sind. Aber ihr könnt auch gerne mal bei den anderen beiden vorbeischauen, bei dem Sponti, auch unten verlinkt in der Kanalbeschreibung, genauso gut wie der Kenado, auch unten verlinkt in der Kanalbeschreibung. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, was dann im Regelfall in 2 Tagen wäre. Und wir sagen erstmal bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.